Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben noch auf YouTube gestreamt die Trailer Premiere Stories from the Outland Promise, also Versprechen zu Deutsch. Wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man auch, warum es Promise heißt. Ich möchte euch den Trailer noch mal nachträglich zeigen. Es gibt eine kleine Analyse. Der Trailer hat wirklich eine sehr, sehr schwere Kost mit einem krassen Inhalt. Schwierig zu interpretieren, deswegen werde ich hier und da nur ein bisschen was sagen und auch nicht viel mehr, ein paar Vermutungen und den Beweis, dass Olympus kommt, das ist mal Fakt, das kann ich eigentlich gleich machen. Wenn ihr jetzt nämlich auf der aktuellen EA Apex Legends Seite seid, wird einmal bestätigt, es wird zwar nirgendwo namentlich erwähnt, Achtung, Horizon ist die nächste Legende, aber zum einen haben wir hier schon mal auf der aktuellen EA-Seite der erste Split Ranked, also alles, was man an Informationen auf diesem Artikel auf der EA-Seite findet, es sind die Belohnungen, den Split und so weiter, alles, was rund um Ranked passiert, also nichts Interessantes, außer, dass King's Canyon aus dem Ranked-System komplett rausfliegt und Olympus Split 1 sein wird, das heißt, in anderthalb Wochen, wenn Season 7 startet, können wir endlich Olympus die neue Map spielen. Das ist schon mal Fakt, deswegen habe ich das hier so ein bisschen blau angemarkert. Und als kleinen Zweitbeweis noch, dass Horizon für mich die neue Legende wird, weil man immer noch ein bisschen gemunkelt hat, wird Horizon gar nicht die neue Legende, sondern vielleicht Walk. Wir sehen hier gerade in einem kleinen Battle, sage ich mal, das wird wahrscheinlich ein Finisher von Walk sein gegen Mirage. Im Hintergrund Berge und eines dieser Raumschiffe, ganz klein so zu sehen, oben links. Ob das jetzt ein Raumschiff, obwohl der Himmel sieht relativ blau aus. King's Canyon sieht eher so, na, weniger blau aus, sage ich mal. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt Olympus im Hintergrund ist oder World's Edge, keine Ahnung. Schwierig zu sehen, aber wir können davon ausgehen, dass das auf jeden Fall soweit passt. Ich zeige euch jetzt den Trailer, dann gibt es wirklich nur eine klitzekleine Analyse, weil es wirklich extrem schwer ist, da viel rein zu interpretieren. Verliere auf jeden Fall noch ein paar Worte. Lasst wie immer auf jeden Fall jetzt schon mal dem Video einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends, gerade jetzt zur Season 7 kurz vor Start und während Season 7 dann im laufenden Gange ist, gerne ein Abo da, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und wer Bock hat, meine regelmäßigen Livestreams, das möchte ich noch dazu erwähnen, ich werde wieder auf YouTube streamen, aber nur bestimmte. Ich werde Kanalmitglieder zocken weiterhin auf YouTube machen. Ich werde solche Trailer premieren und wenn es möglich ist, von meiner Schicht her, wenn ich in eine neue Season reinstreamen kann, dann wird es die drei Arten von Livestreams auf YouTube geben, alle anderen weiterhin auf Twitch. Vielen Dank jetzt für die Aufmerksamkeit. Jetzt zeige ich euch den Trailer, eine kleine Analyse und dann war es das schon wieder von mir. All right, dear. I'll tell you the story but one last time. Once upon a time, a kingdom was in a terrible state, and they needed a hero to save it. Someone brave and true to her word. When this hero said she'd save us all, you knew she'd find a way to do it. But it wasn't without sacrifice. For the hero had someone very special in her life. Someone she loved more than anything. And all she wanted was a kingdom safe for him. But just when it felt like the world was against her, and her sacrifices were all for naught, hope emerged. And there was just one more thing to do. The hero must travel to faraway lands to find the crystals that would save us all. But first, she made a promise. I'll be back, and we'll be together soon. Do you promise? Aye, my love. 5, 4, 3. And although the hero was very scared, this special person made her brave. She gave her word. She would go to the ends of the universe for him and return with the kingdom saved. These faraway lands are deep, dark, uncharted,
But, as any hero knows, if there's no risk, no journey into the unknown, then there's no discovery. And with the crystals in hand, and the certainty of a promise kept, all the fear washed away. Brandium transfer complete. Do you have it? And in the end, well, they lived happily ever after. Sorry, dearie. And just how is it they lived happily ever after, I hear you asking? Because, my wee one, this isn't the end of our story. Yet. It's just a matter of time. Jetzt gibt's eine klitzekleine Analyse. Das sind wirklich nur wenige Fetzen, wo ich ein bisschen was zu sage. Ich gehe auch nicht den kompletten Trailer durch, damit ich das Video nicht unnötig in die Länge ziehe. Also als erstes muss man ganz kurz sagen, warum die Mission überhaupt startet. Es gibt auf Olympus eine Energiekrise. Es gibt einen Weg, diese zu beenden. Horizon hat dafür eine Lösung. Sie ist quasi der Held der Geschichte und hinterlässt ihren Sohn quasi für diese Mission, der natürlich noch sehr jung ist. Hier sehen wir übrigens Olympus im Hintergrund und deswegen möchte ich mich hier nochmal nachträglich berichtigen, als ich ganz am Anfang über den Kampf zwischen Horizon und Mirage gesprochen habe im Hintergrund. Das ist Olympus, dieser blaue Himmel mit diesem Schiff im Hintergrund, das passt perfekt zu Olympus. So, hier ist klar, sie hinterlässt ihren Sohn für diese Mission und wird viele, viele Zeit weg sein. Das sollte klar sein. Hier ganz kurz der Ausschnitt, warum dieser Trailer Promise heißt, weil sie einfach hier ihrem Sohn das Versprechen gibt, dass sie zurückkehren wird. Das ist klar. But first, she made a promise. Genau, da sagt sie es. So, hier gibt es jetzt eine sehr, sehr verrückte Theorie. Mir war vorher schon klar, als ich den Trailer das erste Mal voll mit euch im Livestream gesehen habe, dass diese Person hier natürlich keine freundliche Person ist. Man munkelt tatsächlich, dass das Ash sein könnte. Das weiß ich nicht zu 100%. Das ist eine Theorie, die hat mir auch ein YouTube-Kollege, der Pepper, zukommen lassen mitten im Livestream. Also ich habe auf jeden Fall ein Simulacrum dahinter vermutet, weil das Gesicht ähnelt stark auch, naja, irgendwie auch dem, es ist so Revenant-mäßig so ein bisschen. Es könnte tatsächlich Ash sein. Ob das jetzt tatsächlich so ist, das ist wie gesagt nur eine Theorie. Hundertprozentig kann ich das natürlich nicht sagen. So, hier wird natürlich Horizon jetzt abgekapselt. Fiese Aktion, ist klar. Und jetzt erkläre ich euch noch, was das mit diesen 87 Jahren auf sich hat. Und zwar genau diese Anzeige. Wer das nicht so ganz gerafft hat, was das bedeutet. Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich. Ich kenne mich da tatsächlich doch ein klein bisschen aus. So ein bisschen Albert Einstein-mäßig, zumindest die Theorie hier dahinter. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich theoretisch körperlich einem schwarzen Loch nähert, dass die Gravitation so stark ist und die Zeit gekrümmt wird, klingt crazy, ist aber tatsächlich so, dass die Zeit an einem schwarzen Loch langsamer vergeht als, ich sag mal, auf Olympus oder eben auf der Erde. Ihr seht hier, Horizon befindet sich in der Local Time, quasi 246 Tage sind bei ihr in dem Schiff an dem schwarzen Loch vergangen und auf Olympus sind aber schon 31.755 Tage vergangen. Das sind quasi die 87 Jahre, die sie weg ist. Echt eine strange Nummer.
So hier obligatorisch für diesen Zeitverlust nochmal das Bild, was sie alles verpasst hat in der Zeit bis zum Tod ihres Sohnes logischerweise. Also es ist schon echt eine heftige Nummer, der Trailer, muss ich sagen. So, hier kommt ihr der Geistesblitz. Es muss was mit Zeitreisen zu tun haben, bin ich mir sicher. Sehr sicher. Sie kreiert jetzt quasi mit diesem Klumpen da das schwarze Loch. Landet auf Olympus 87 fucking Jahre später. Und man sieht im Hintergrund natürlich jetzt extrem zerstört. Olympus, könnte dieses schwarze Loch tatsächlich sein, was wir gleich im Hintergrund sehen, was sie erzeugt hat. Hier. Und ich gehe auch davon aus, dass die Version von Olympus, die wir sehen werden, die Version ist, die vor 87 Jahren war, quasi bevor sie vielleicht gestartet ist. Oder macht das Sinn? Na okay, die Theorie, die ich jetzt gleich noch sagen werde, macht das natürlich keinen Sinn. Hier hat sie es nämlich gesagt, sie wird das Versprechen halten, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwie einen Weg findet, in die Zeit zurückzureisen. Entweder das und dass wir 87 Jahre früher auf Olympus spielen oder dass sie quasi das Bewusstsein ihres Sohnes in eine Art Simulacrum steckt, der sich Volk nennt. Das ist meine eigene Theorie, nirgendwo gelesen. Volk ist ja eine bekannte Legende, die noch kommen soll. Eigentlich sollte diese Legende in Season 7 kommen. Das hat sich ja nun alles ein bisschen verändert. Und deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass Horizon die Mutter und die Erschafferin, ich sag mal, der Maschine Volk ist. Quasi so ein bisschen wie Revenant, das ist ja auch ein Simulacrum mit dem Bewusstsein eines Menschen. Und so ist quasi meine Theorie dahinter. Danke aber für die Aufklärung, Pepper. Ja, da qualmt's doch schon. Das war doch vorher nicht, oder? Behaupte ich jetzt mal ganz, ganz stark, dass dieser Rauch vorher nicht war. Gebt mir mal bitte kurz ein Feedback. Ich bin immer so, ich achte auf sowas nicht. Ist der Qualm auf einmal weg? Oh, doch, 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 die Triebwerke sind an. Ja. Die Triebwerke sind eingeschaltet. Das ist quasi so eine Art Aufwärmphase. Sieht man das hier schön? Ich mach mal meine Kamera weg. Sieht schon geil aus. So, Ladies and Gentlemen, das war mein kleines, aber feines Season 7 Trailer Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal euch so ein bisschen auslasst, was ihr denkt, was man hier noch so alles rein interpretieren kann. Das ist natürlich wirklich gar nicht mal so einfach. Das soll es, wie gesagt, schon wieder so weit gewesen sein. Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.